Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Obscure. Die erste Folge für heute, später kommt noch Singularity und der Herr der Ringe Online. Beim letzten Mal bei Obscure hatten wir eine spannende Folge, würde ich behaupten. Wir haben uns erst im Büro des Hausmeisters umgesehen, wo wir zwei Videos gesehen haben. Einmal Subjekt 37, wo wir gesehen haben, dass Kenny lebt, aber eingesperrt ist irgendwo. Und einmal die Überwachungsvideos von letzter Nacht, wo wir gesehen haben, wer Kennys Sachen geklaut hat, und zwar Mr. Friedman, der Rektor. Und jetzt müssen wir in die Krankenstation, weil dort die Hölle losgebrochen ist. Und ja, beim Speisesaal sind wir gestorben beim letzten Mal. Wie versprochen habe ich nachgestellt. Zumindest in der Theorie. Ich guck nochmal schnell. Wie versprochen habe ich nachgestellt, habe hier alle Viecher getötet. So viel dazu. Gibt es einen Grund, warum da schon wieder ein Viech lebt? So viel zu alle Viecher getötet. Hier spawnen anscheinend immer Viecher. Aber die Deckenviecher sind auf jeden Fall tot. Die neu sind, die dazu neigen, Leute zu erhängen. Ihr seht, Josh hinkt. Aber ansonsten geht es uns gar nicht so schlecht. Ich lasse schnell mit beiden nach. Boah, wo kommen immer die Viecher her? Wirklich. Wo kommen denn immer die Viecher her? Ja. Und damit hinken wieder beide. Das ist total toll. Hier steht übrigens Blut. Geistreich, ich weiß schon. Und ich wollte jetzt sagen, bevor wir da hochgehen, weil wir sind dann beim letzten Mal da oben gestorben, würde ich gerne noch mal kurz nach draußen. Und zwar wegen zwei Kommentaren zur letzten Folge. Oder beziehungsweise einem Kommentar, aber mit zwei Bemerkungen. Eigentlich hatte ich alle Viecher getötet. Ich verstehe es jetzt gar nicht, warum hier jetzt nochmal zwei Viecher aufgetaucht sind. Ist halt kacke, weil jetzt hinken beide schon wieder. Und zwar, die Kommentare waren einmal, ob nur Sachen blinken, wenn Josh dabei ist. Und die Kommentare waren zum zweiten wegen einem leuchtenden Ding nochmal in den Classrooms. Das heißt, ich nehme hier bewusst jemand anders mit. Nehmen wir jetzt mal Stan. Okay, ich gehe mit dir. Und ich nehme mal noch Ashley mit. Shanna mit. Okay, ich bin direkt hinter dir. Die beiden Verwundeten lasse ich mal hier. Ich glaube, ich gehe dann auch erst in den Speiseraum mit den beiden. Also zumindest in den oberen Raum, wo wir beim letzten Part gestorben sind. Aber zuerst in den Classrooms. Kann man auch schon ein bisschen Tipp jetzt Shannon für uns hat. Aber ich denke mal, jetzt sagt es nur, wir müssen halt auf die Krankenstation wegen der Hilfe. So, das geht ja auch ganz schnell. Ja, blöd, dass da jetzt wieder Viecher gespawnt sind, weil ich war mir sicher, beim letzten Mal Viecher gekillt zu haben. Die Deckenviecher kann er gerade nicht wieder. Und zwar hier. Okay, es leuchtet noch, obwohl Josh nicht dabei ist. Also leuchtet es anscheinend immer. Das Ding leuchtet halt hier noch. Aber ich drücke auf Aktion und es passiert gar nichts. Ja genau, das dachte ich mir schon. Weil das ist mir ja schon früher aufgefallen, aber irgendwie klappt da nichts. Mich verwirrt halt immer noch, dass es leuchtet. Das wurde in den letzten Kommentaren gesagt, Und eben auch die Frage, ob es nur leuchtet, wenn Josh dabei ist. Ihr habt es gesehen. Nein, stimmt nicht. So, Shannon, was ist denn dein Tipp? Sehen wir uns mal die Cafeteria an. Ach so, okay, ja. Gut, dann gehen wir zurück in den Speisesaal auf Doom. Nicht ganz, aber auf jeden Fall in dem sehr mörderischen Speisesaal. Und ich bin gerade phänomenal anders gelaufen, als ich wollte. Weil hier ist die Administration, zu der wollen wir aber gar nicht. Bei der waren wir ja schon. Ja, jetzt stehen sie beide. Josh steht natürlich wieder völlig normal und Ashley lehnt hier ganz cool normal, obwohl beide halt tot sind. Das ist halt auch wunderschön.
Jetzt haben wir natürlich keinen Doppelschuss dabei, das ist mir schon klar. Aber, vielleicht ist es ja besser. Stan hat jetzt in der letzten Part eben eine Knarre. Die lag hier rum. Und genau, jetzt gucken wir mal nach oben in den kleinen Raum, wo beim letzten Mal dann Josh und Ashley gestorben sind. Weil dann, da waren mindestens drei, glaube ich, auf jeden Fall mehrere. Das heißt, jetzt gehe ich vorsichtig da hoch. Deswegen habe ich jetzt auch bewusst Channel mitgenommen. Es sind keine Schlösser mehr übrig. Oh Gott, ey. Natürlich noch ein Deckenviech. Also da war gerade ein Deckenviech und ich glaube zwei kleine Krabbler. La la la. Nein, lauf, 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 lauf. Oh, diese scheiß Deckenviecher. Stan ist jetzt verwundet. Klar, dass wir so schnell gestorben sind beim letzten Mal. Das wird dich ruhig stellen. Ja, schön wär's, wenn's ihn ruhig stellt. Toll, Stan ist fast tot. Ja, ich weiß schon, ich mach grad Hit and Run, nachladen. Weil Stan halt fast erledigt ist. Vielleicht soll ich doch jemanden mitnehmen, der schießen kann. Oh, lauf doch! Mann, Stan, mach keinen Blödsinn. Hab hier was für dich. Ah, toll. Stan? Nein! Okay, ja, gerade eben habt ihr gesehen, dass ich lade nochmal. Gerade eben habt ihr gesehen, das ist nicht gelogen mit dem Erhängen. Stan wurde gerade erhängt. Scheiße. Ja, ich habe bewusst jetzt neu geladen. Wir wollen nicht, dass jemand stirbt. Diesmal ist halt nicht so viel passiert, deswegen ist es jetzt nicht so schlimm. Oh, wird es überhaupt aufgenommen? Im Moment sieht es nicht so aus. Ja, wir haben ja erst 7 Minuten gespielt. Doch wird es. Gut. Also ihr habt gesehen, wenn man da nicht rechtzeitig macht, dann erhängen die Deckenviecher einen. Sehr schön. Ja, was machen wir denn da? Da ist ein Deckenviech und mindestens 3 von den Krabblern. Ich dachte halt gerade, ich nehme Shen mit, damit sie schattenlos wird. Aber das hat ja nicht gut geklappt. Man braucht 2, die ballern, glaube ich. Sonst bringt das nichts. Ja gut, ich probiere es mit euch beiden nochmal. Könnte sein, dass wir gleich wieder sterben. Das ist echt krass hier mit den Viechern. Ich sehe dich schon, Mistvieh. Ich hab dich schon gesehen. Dieses Mal nicht, Kumpelblase. Das mit dem Hit'n'Run war, glaube ich, eine gute Idee. Probieren wir gleich nochmal. Runter, runter, runter. Und du gehst auch weg. Ja, der Doppelschuss halt, ne? Ja, wenn man die Viecher ein bisschen gewohnt ist, dann sind die auch nicht mehr so schlimm. Ich weiß, mein Problem ist halt... Nachladen. Ich weiß nicht, ob die noch Schaden gefressen haben, wenn man wieder rausgeht. Ich hoffe. Raus. Hier spawnen anscheinend dauernd Viecher. Das war jetzt das dritte hier unten. Ja, ansonsten gehen wir mal in die anderen Räume. Puh. Nimm das! Ich glaube, es sind alle tot. Das Deckenviech ist tot und die beiden Krabbler auch. Boah, dieser Raum. Das war der... Ach so, das war gar nicht der oben. Good to know. Ich dachte, das wäre der kleine Raum mit der Treppe gewesen, aber es ist anscheinend der Raum, der nach unten führt. Okay. Ja, wenn das so ist, gehe ich nochmal kurz nach unten. Oh, verzieht euch doch mal, ihr Mistviecher. Und schauen wir mal die Tür hier vorne an, ne? Da, wo das Putzding davor steht.
Ich dachte, das wäre so ein kleiner Raum nur gewesen. Ja, aber das ist eine Doppeltür. Kapiere ich jetzt nicht ganz. Wo geht die denn hin? Merkwürdig. Okay, wir gehen nochmal hoch. Wir gehen nochmal hoch und ich würde sagen, wir erkunden dann doch trotzdem erstmal oben. Mich verwirrt das gerade ein bisschen. Ach, das war gerade echt wieder... Jetzt... Boah, ihr Drecksviecher. Verzieht euch doch mal von meinen Beinen. Dass die auch dauernd antanzen. Wir haben doch keine Heilmittel. Hört doch mal auf mit dem Bullshit hier. Wie gesagt, munitionsmäßig haben wir kein Problem. Ich bin ganz sicher, hier ist noch was. Oh, jetzt sind die Viecher wieder da. Okay, nochmal neu laden. Weil gerade eben ist Ashley gestorben. Jetzt sind die Viecher wieder da. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Okay, wisst ihr was? Ich gucke erst vorne, bevor ich da hochgehe. Ich habe von dem Raum da vorne jetzt nämlich die Faxen dicke. So, du stirbst gleich mal. Ich habe von dem Raum da oben jetzt nämlich die Faxen dicke. Ich gehe jetzt erst nach hier vorne. Das ist echt... Keine Ahnung. Was zur Hölle? Wieso tummeln sich hier im Speiseplatz die Viecher? Das frage ich mich halt immer noch. Das war ja vorher eher nicht so. Oh, hier klingt es wieder wunderbar. Nimm das. Oh, die Viecher. Geht doch mal weg. Das waren nur zwei. Küche, wa? Sieht so ein bisschen nach Küche aus. Ich bin ganz sicher, hier ist noch was. Josh sagt, hier ist was. Da leuchtet was. Hey, träum nicht! Kämpfe! Diese Viecher! Wo kommen die denn immer her? Ernsthaft? Küchengerätschaften, das hätten sie auch abwaschen können. Ernsthaft, Josh? Du denkst jetzt an Küchengerätschaften? Da leuchtet doch was. Eine Disc. Und ein Energy Drink. Oh, das erste Heilmittel. Hier gibt's nichts mehr für uns. Und noch einer von den Kleinen getötet. Ja, wen heilen wir? Ich glaube, ich behalte das erstmal. Also hier gibt es nichts mehr. Wie viele Türen gibt es hier denn? Eins. Zwei. Also hier gibt es eine Menge Türen auf jeden Fall. Probier es erstmal hier. Tür ist scheinbar abgeschlossen. Einfach mal alle probieren. Also ein Energy Drink haben wir jetzt wieder abgeschlossen. Dann gibt es noch die Doppeltür hier. Hier kam wir her. Hier ist das Exit-Schild. Okay, hier kommt man anscheinend nicht sehr weit. Man muss wahrscheinlich dann nach oben. Der Gefrierstank voll mit gefrorenem Grillfleisch. Brrr. Ja, oder gefrorenem Fleisch von anderen Leuten. Hier kam man ja wirklich weit. Haha, nicht. Und hier ist so ein Speiseaufzug, ne? Der Aufzug zur oberen Etage, genau. Anscheinend kann man hier nirgendwo rein, außer man könnte mit Stan vielleicht hier rein, das weiß ich jetzt nicht. Okay, dann wieder nach draußen und nach oben zu den drei Viechern. Welche Viecher hier? Hier spawnt ja anscheinend immer was. Natürlich. Ach Mann, wir sind doch fast tot. Jetzt haben wir zwar wieder einen Energy Drink, aber ich würde mir den halt gerne aufheben. Ich mache mal kurz auf Pause. Wie viel Zeit haben wir noch? Nur eine Viertelstunde. Ja, hier ist eindeutig Monstertreffen. Das ist ganz klar, weil jetzt die Küche waren ziemlich viele Viecher. Obwohl wir die recht gut überlebt haben. Da war zumindest kein Hängeviech, sondern nur die kleinen Krabbler. Und ja,
Jetzt probieren wir es oben nochmal. Nach unten, schnell. Nachladen. Ich glaube, Ashley ist ja deutlich verwundeter, aber ich würde mir den Energy Drink gern so lange wie möglich aufheben. Wir haben nur einen. Einer ist tot. Man übt da so ein bisschen das reaktionsschnelle Schießen, ne? Danke. Irgendwie schießt sie gerade nicht. Ach, jetzt schießt sie wieder. Ashley hatte irgendwie gerade keinen Bock auf Schießen. Oben ist noch das Hängeviech am Leben. Denkste. Ich bin ganz sicher, hier ist noch was. Ashley! Ach, nein, ach komm schon. Dieses scheiß Sterben dauernd. Meine Fresse. Das nervt total. Wir machen das jetzt zum dritten Mal. Ja, ich will nicht, dass jemand stirbt. Deswegen mache ich das so oft. Wir machen das jetzt zum dritten Mal. Ja, ich mache den Raum jetzt trotzdem erst hier vorne, weil der Raum führt halt nirgendwo hin. Der ist halt ein bisschen kleiner. Boah, was wollen denn die ganzen Monster von uns? Wir sind kein leckeres Fleisch. Das sollten die doch wissen mittlerweile. Schieß! Klasse. Ja, manchmal ist sie irgendwie zu doof zum Schießen. Ist bestimmt gleich noch einer, ne? Hier waren so viele. Da ist die Disc. Da ist der Energy Drink. Die Türen schnell checken. Dass die immer so plötzlich kommen. Verzieht euch doch mal. Man kriegt da so ein Herzkasper. Ich weiß nicht, wie es als Zuschauer ist, aber als... Hier ist Kochplatten übrigens. Aber als Spieler kriegt man da echt ein Herzkasper. So, die Tür haben wir gecheckt. Hier gibt's nichts mehr für uns. Geht doch mal weg. Jetzt habe ich mal einzeln geschossen. Also, wie ich schon sagen wollte, die Tür war nicht offen, die Tür ist auch nicht offen, das ist die Tür zum Fleischschrank. Und da kommt man raus und das ist alles. Genau, mehr gibt's hier nicht. Das heißt, wieder nach draußen und jetzt nochmal nach oben. Ich hoffe, diesmal stirbt keiner. Dieses Sterben nervt langsam. Und die hier unten, ja. Die sind auch so schnell. Geht doch mal weg. Nein. Ach, sorry. Sorry, Freunde. Ja, ich werde gerade ein bisschen genervt, weil wir dauernd sterben. Das kann doch nicht wahr sein. Ich will den scheiß Energy Drink nicht verschwenden. Und ich müsste ihn nicht verschwenden, wenn nicht die Viecher dauernd mich nerven würden. Wenn die Viecher nicht dauernd einen nerven würden, dann müsste man das auch nicht. Aber ich glaube, wir müssen den dann gleich nehmen. So, nochmal den Raum. Der geht ja nicht so lang, haha. Ja, die Tür mache ich deswegen, damit sie dann als gecheckt markiert sind. Habt ihr schon gesehen, Viech? Danke, dass du nicht... Hm.
Danke, Ashley, dass du nicht... Hier gibt's nichts mehr für uns. ...weggegangen bist, obwohl ich... Wen bin ich denn gerade? Jetzt bin ich gerade Josh. Danke, Ashley, dass du nicht weggegangen bist, obwohl ich das Vieh noch gesehen habe. Jetzt gerade bin ich hier etwas gereizt, merkt man schon. Halt, ich guck nochmal kurz. Wegen der Karte, ob wir jetzt alle Türen haben. Ja, haben wir. Ja, in das Fleischding kommen wir anscheinend nicht rein. Ja, nein, du schießt jetzt hier nicht. Munitionsverschwendung wollen wir nicht. So, nochmal der Versuch nach oben. Ich will halt nicht speichern, weil ich will keine Disk verschwenden. Das ist mein Problem. Ja, diesmal habe ich dich erwartet. Ihr tötet mich ja nicht 50 Mal. Und jetzt bitte, Ashley, schieße. Nein, nicht nachladen. Bist du verrückt? Oh, Josh wird erhängen. Josh wird erhängen. Oh, das gibt's doch nicht. Ernsthaft, ihr kotzt mich so an, Viecher. Was zur Hölle? Muss ich wirklich den Energy Drink nehmen? Ja, ich weiß schon. Täglich grüßt das Murmeltier. Dauert die neuen, die alten Sachen. Aber ich will doch nicht den Energy Drink nehmen. Jetzt ernsthaft, Viecher, hört auf mich anzukotzen. Ja, gerade eben wurde Josh wieder erhangen. Das ist ja wirklich ätzend. Ich will doch nur ein bisschen im Speisesaal weiterkommen. Das ist noch nicht zu viel verlangt. Abgeschlossen. Ja, wissen wir schon. Wow, Überraschung. Wir waren ja noch nie in diesem Raum. Scheinbar abgeschlossen. Scheinbar abgeschlossen. Haben wir alle? Ja, gut. Dann wieder nach vorne. Der Raum hier ist ja wirklich klein, aber ich will ihn halt immer als erstes machen. Und dann nach oben. Das Viech töten. Und ich würde sagen, ich lade nochmal mit beiden nach. Damit sowas nicht wie gerade eben kommt, weil den Tug gerade eben hätte man sich eigentlich erfahren können. Runter, runter, runter. Du gehst mal gleich weg. Schieß, Ashley. Friss das. Probier das mal. Okay, alle tot. Huh. Nachladen. War doch gar nicht so schwer. Da liegt ein Energy Drink rum, oder? Nein. Ich dachte, ich hätte gerade einen gesehen. Was prinzelt hier? Ein Schaltkasten. Zum Öffnen brauche ich ein Werkzeug. Ah ja. Ja, wir haben ja einen Schraubenzieher. Den wollen wir mal... Hey, wir kommen mal weiter. Ja, sorry. Sorry fürs Sterben. Ich gucke jetzt nochmal schnell, wie viel Zeit wir noch haben. Wir haben noch 7 Minuten. Also ein bisschen weiter kommen wir heute noch. Das ist die gute Nachricht. Was geht denn mit dem Schaltkasten? Der sieht total sicher aus übrigens. Das sieht jetzt... Doch, nee. Keine Viecher, wenn ich an Sicherung arbeite. Wirklich nicht. So. Weißt du was? Ich mache das mit Josh. Dann kann Ashley ballern. Ashley kann einfach besser ballern. Deswegen. Nur falls es nötig ist. Jetzt habe ich natürlich keine Ahnung, was man hier machen muss. Ach du Kacke. Jetzt muss man hier eine Sicherung wirklich hantieren. Wirklich. Nach den ganzen Viechern. Ja, okay. Weißt du was? Ich gucke mich erst sonst im Raum um. Ist sonst noch was hier, Josh? Ich weiß, dass hier noch was sein muss. Ja, aber das könnte halt auch der Sicherungskasten sein. Gucken wir mal, ob wir noch irgendwas leuchten sehen. Da vorne sehe ich eine Tür. Oh, ein Erste-Hilfe-Set. Her damit. Jetzt haben wir wieder 2 Heilmittel. Und natürlich wieder ein Deckenviech.
Du kannst Josh mal gleich in Ruhe lassen. Tot. Boah, diese Deckenviecher. Wann schon wieder das zweite hier? Sonst noch was hier? Hier ist noch was, ich weiß das. Josh sagt ja. Könnte halt, wie gesagt, die Sicherungskasten sein. Da ist eine Tür hinten. Da ist doch noch ein Deckenviech, oder habe ich das gerade falsch gesehen? Ah, anscheinend falsch gesehen. In der Panik sehe ich schon Viecher doppelt. Also, zwei Türen. Der Sicherungskasten. Und, sonst nicht viel wahrscheinlich. Und halt jetzt ein Hilfspack. Ich nehme die aber jetzt bewusst nicht. Ich will jetzt ein bisschen Hilfspacks sparen. Leider sind wir halt jetzt sehr oft gestorben in der Folge. Tut mir leid, ich habe versucht, möglichst gut zu kämpfen. Letztendlich waren jetzt die Kämpfe gar nicht so schwer, aber... Die Viecher hier halt. Okay, Josh. Ja, vielleicht kann Shannon hier Tipps geben, ne? Aber dann spawnen wieder Viecher vielleicht. Ich will jetzt nicht rausgehen. Also, Josh. Ashley checkt ein bisschen. Ich denke halt mir, dass die Verbindungen zueinander stehen müssen. Das heißt, das hier hin und das hier hin. Und das so, keine Ahnung. Ich guck mal kurz, wir haben jetzt eine Erste-Hilfe-Ausrüstung und einen Energy-Drink. Ist natürlich Magier. Wenn ich jetzt hier mit der Draht dem hingehe. Ah, kann ich trotzdem dran, okay. Ashley, wo ziehst du denn hin? Wüsste ich gerne. Sonst ist hier jetzt nichts, was wir noch haben. Wie viele Schüsse haben wir eigentlich noch? 42 in der Reserve. Auch nicht sonderlich viel. Ja, ja, man hat gemerkt, man merkt, man hat hier gekämpft. Ich glaube, ich check erstmal die Türen. Ob die Türen irgendwo hinführen. Da gab es ja derer zwei. Das heißt, ich gehe wieder auf Ashley. Die hier. Oh shit, die führt wohin? Okay, wir gehen gleich wieder raus. Wir gehen gleich wieder zurück. Ich wollte nur testen, ob die wohin führen. Wo ist denn die Tür laut Karte? Das ist die geradeaus. Okay, dann geht die andere Tür wahrscheinlich zu diesem Treppending hier auf der Karte. Das... Oder hinter. Nein, die müsste hintergehen. Da, wo bei der anderen Seite die Tür versperrt ist. Die geht wahrscheinlich in den Fleischraum, denke ich. Und das Fragezeichen ist wahrscheinlich der Sicherungskasten. Ja, vielleicht gehen dann hier alle Lichter an. Maybe, maybe. Das wäre natürlich sehr cool. Weil wir wissen ja, es ist dunkel draußen. Dann wären wir vielleicht... Hätten wir es vielleicht leichter gegen die Viecher. Weil hier sind ja nicht wenige. Verflixt, dieser Weg ist blockiert. Ach so, man kommt denn da an die Tür gar nicht. Good to know. Ja, okay. Dann müssen wir jetzt, glaube ich, gleich aufhören. Oder... Ja, 2 Minuten. Dich habe ich schon gesehen hinter dem Tisch. Verstecken gibt's nicht. Oh, noch ein Hängeviech. Alter, dass hier immer die Viecher spawnen. Ich glaube, hier spawnen Viecher. Ich könnte schwören, dass wir das Viech vorher getötet haben. Das ist ja mal voll kacke. Sonst sind nie Viecher gespawnt, aber der Speisesaal irgendwie schon. Also, was ich sagen wollte, ich werde jetzt speichern. Vor der nächsten Folge werde ich... Speisesaal... Wir müssen jetzt im ersten Stock sein, oder? Ja, erste Etage. Vor der nächsten Folge werde ich gucken wegen dem Sicherungskasten. Das heißt, ich gehe hier noch mit Josh. Und, ja. Beim nächsten Mal sterben wir hoffentlich nicht 5-mal. Das war jetzt schon ziemlich häufig. Das war auch ziemlich nervig. Wie gesagt, ein bisschen und täglich grüßt das Murmeltier. Aber wir haben... Das Gute ist, was wir uns merken sollten aus der Folge ist, wir haben wieder was zum Heilen. Ich würde es halt nur gerne aufheben, weil ein Energy Drink und eine Erste-Hilfe-Ausrüstung ist halt nicht viel. Und ja, beim nächsten Mal machen wir mal die Sicherungen. Und dann gehen wir durch die Tür, durch die wir gerade eben gegangen sind, denke ich. Weil unten geht es ja durch keine Tür.
und bei dem anderen ist gerade der Weg blockiert. Es sei denn, die Wegblockierung geht weg durch die Sicherung, weiß ich jetzt nicht, keine Ahnung. Vielleicht, dass es so eine elektronische Sperre ist, die dann weggeht. Genau. Ich hoffe, wie gesagt, dass wir beim nächsten Mal nicht so oft sterben und dass ich jetzt nicht zu genervt war. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Gehabt euch wohl.